Amen. Amen. We were addressing a question. Wir haben eine Frage behandelt. About the sealing of the priests. Die um die Versiegelung der Priester geht. And we began by looking at the line that Ellen White gives us from the time of the end to the second advent. Und wir haben angefangen, uns die Linie anzuschauen, die Ellen White uns gibt vom Zeit des Endes bis zum zweiten Kommen. And we saw how these five waymarks can be given different symbols. Und wir haben gesehen, wie diesen fünf Wegmarken unterschiedliche Symbole gegeben werden können. The bottom one, we have some dates. Auf der unteren Linie haben wir ein paar Daten. And we have phrases that are either an abbreviation of a biblical term or they're not even found in the Bible. Sorry, I couldn't get it. The last three. Die letzten drei. Are either a different way of expressing what's in the Bible or those phrases are not even in the Bible. Also bei den letzten dreien haben wir einen Ausdruck, der entweder eine Zusammenfassung dessen ist, was man in der Bibel findet, oder man findet ihn gar nicht in der Bibel. Like the phrase Sunday law is not in the Bible. Zum Beispiel der Ausdruck Sonntagsgesetz ist nicht in der Bibel vorhanden. I'm not sure that the second advent is explicitly stated that way. Und ich weiß auch nicht, ob die Wiederkunft oder das zweite Kommen so explizit in der Bibel ausgedrückt wird. This top row, diese obere Reihe hier, are Bible phrases. Sind biblische Ausdrücke. We can put a verse to them. Denen könnten wir einen Bibelvers anhängen. Time of the end, cleansing of the sanctuary, mark of the beast, Michael stands up, the Son of Man in the clouds of heaven. Zeit des Endes, Reinigung des Heiligtums, Mahlzeichen des Tieres, Michael steht auf und der Menschensohn kommt im Himmel oder in den Wolken des Himmels. Was ist das? Bible verse. Ein Bibelvers dafür. 11:40. Bible verse. Daniel 11, Vers 40. Daniel 8. Daniel 8. 13:14. Vers 14. Mark of the Beast. Revelation 14, 8. Offenbarung 14, Vers. No. Look at number 8. 9. You meant 9. Yes, okay. You meant 9. That's why I knew. Also Offenbarung 14, Vers 9 war, was sie gemeint hat. Michael standing up. Daniel 12, Vers 1. Son of Man in the clouds of heaven. Und dann noch der Menschensohn in den Wolken des Himmels. Matthäus 24, Vers 30. Excellent. Sehr gut. These are not the only verses that talk about them, but they're the ones that we chose. Das sind nicht die einzigen Verse, die darüber sprechen, aber das sind diese, die wir ausgesucht haben. This one. Dieses. We could have gone to Revelation. Für diesen hätten wir auch zu Offenbarung gehen können. If we wanted to. Wenn wir das wollen würden. Does anybody know the chapter and verse? Kennt jemand das Kapitel und den Vers in Offenbarung? There's actually a couple we could have gone to. Da gibt's einige. So we could have gone to Revelation chapter 1, verse 7. Offenbarung 1, Vers 7 wäre einer. Okay with that? Yes? Okay, so we did that. Das haben wir gemacht. And I wanted to explain something. Und dann wollte ich noch etwas erklären. We've got two options. Wir haben zwei Varianten, zwei Möglichkeiten. We can either create a brand new language for ourselves. Wir können entweder eine nagelneue Sprache für uns selbst entwickeln. Or we use the same language that I'll say Ellen White gives us. Und ich sage, oder wir können die gleiche Sprache nutzen und ich sage jetzt, wie Ellen White sie nutzte. But if we use Ellen White's language, aber wenn wir die Sprache von Ellen White nutzen, when we say a symbol, wenn wir ein Symbol sagen, Sunday law, Sonntagsgesetz, what we have to do, was wir nun tun müssen, is say Sunday law. Dann müssen wir Sonntagsgesetz sagen. And this means, und das bedeutet,
Not that, not quite. Es bedeutet nicht, dass wir es nicht glauben. Not even quite that. Und auch nicht, dass es nicht wahr ist. How do we express it before? Not really. So we're going not really. Also wir gehen ja oder wir halten ja fest, nicht wirklich. So it's a Sunday law, but not really. Es ist ein Sonntagsgesetz, aber nicht wirklich. If we went to this one, wenn wir zu diesem gingen, the verse we had, den Vers, den wir hier hatten, 14:9, ist Offenbarung 14:9. We could have done. Wir hätten tun können. 11:41. Wir hätten auch dann Revelation oder Daniel? Daniel. Wir hätten auch Daniel 11:41 sagen können. Because that was 11:40. Denn hier haben wir Daniel 11:40. So we would say that this is not really 11:41. Somit würden wir sagen, das ist nicht wirklich Daniel 11:40:41. And what I'm referring to, auf was ich mich beziehe, is this little history here that's boxed off. Ist diese kleine Box, die ich hier hingemalt habe, diese Zeitperiode. We stopped that study there. An diesem Punkt haben wir das Studium oder unterbrochen. And then I said, und dann, because we're dealing with this little history in this box, dann habe ich gesagt, weil wir uns mit dieser Geschichte in dieser kleinen Box befassen, I just want to talk about something, möchte ich über etwas sprechen. And I don't want to develop the idea, but I want to put it into the public domain. Und ich möchte jetzt diese Thematik nicht weiterentwickeln, aber ich möchte sie dennoch erwähnen. This is a study that Brother Arian's been at least thinking about for 4 years now. Das ist ein Studium, was Arian zumindest seit 4 Jahren in seinem Kopf hat. And it's dealing with the old and new covenant. Und es handelt sich bei diesem um den alten oder neuen Bund. We ended our discussion with the old and new covenant. Wir haben auch unsere letzte Diskussion mit dem alten und neuen Bund geendet. But we began that little study. Aber dieses kleine Studium haben wir by going to this little bit of history. Damit begonnen, indem wir zu dieser kleinen Zeitspanne gegangen sind. This little bit of history, I didn't label it. Ich habe diese noch nicht definiert. This is the priest. Das hier sind die Priester. This is the history of the priest. Das ist die Geschichte der Priester. Then what we did, was wir dann getan haben, we took the line of Christ, dann haben wir die Linie von Jesus genommen and we superimposed it, und haben sie darüber gelegt. Not on the line of the priests, nicht auf die Linie der Priester, but on, I say this bigger line, sondern ich sage hier diese größere Linie. But that's a simplification. Aber das ist hier eine Vereinfachung. And what we found, was wir nun festgestellt haben, was that 2019, ist, dass 2019 November, im November was the cross, wir das Kreuz markieren in the line of Christ, in der Linie von Christus. And when you begin to explore that study, wenn man nun dieses Studium weiter untersucht, it brings you to a Bible verse. Dann kommt man zu einem Bibelvers. Brother Carl, what's the Bible verse? Carl, was war der Bibelvers? This picture work? Galat, no? Christian. Chapter 2. Verse. No, I don't know for the verse. Es war Kolosser 2. Vers 14. Give it all in the microphone. Give the whole reference. Colossians verse, chapter 2, verse 14. Kolosser 2, Vers 14. So when we looked at that, als wir uns das angeschaut haben, it says that there was something that was nailed to the cross. Da haben wir etwas entdeckt, was an das Kreuz genagelt wurde. The thing that was nailed, das, was ans Kreuz genagelt wurde, was doing us harm. Hat uns geschadet. It had become, es wurde, what it become, Brother, Brother Jim? Zu was wurde es denn? A burden. Become a burden. Es wurde für uns eine Last. We read another Bible verse. Und dann haben wir noch einen anderen Bibelvers gelesen. Which Bible verse was that, Brother Roland? Welcher Bibelvers war das, Roland? Galater. Galater 3:13. Galatians 3:13. Yep. That
information, that document had become a curse, a burden. Diese Information oder dieses Dokument wurde uns zu einer Last, zu einem Fluch. Things that are troublesome to you. Dinge, die dich beunruhigen, danke. You put them on a cross. Du nagelst sie an ein Kreuz. Because they become in some shape or form they are hurting you or damaging you. In irgendeiner Art und Form verletzen sie dich oder fügen dir einen Schaden hinzu. This was written in the book of Deuteronomy. Und das lesen wir im Buch 5. Mose. Deuteronomy 21, 22, 23. 5. Mose 21, Verse 22 und 23. Remember the verses 22, 23. Denk dran, Verse 22 und 23. That's how it's translated. So, it says a tree there. Dort heißt es ein really tree. In the original. Okay, heißt es ein Baum. It says you're hung from the tree. You actually hung by your neck. Denn das heißt dort eben ursprünglich, dass du an einem Baum hängst, also auch mit einer Schlinge um den Hals. The Romans didn't hang you by trees. Und die Römer haben dich jetzt aber nicht an einen Baum aufgehängt. They nailed you to a cross. Sie haben dich an ein Kreuz genagelt. Paul says they're the same thing. Und Paulus sagt, dass sie das Gleiche sind. So we make that point. Somit haben wir jetzt diesen Punkt erledigt. He says there are things in Moses' writings which have now become a curse to God's people. Er sagt, es gibt Abschnitte in den Schriften von Mose, die nun an das Kreuz genagelt sind, weil sie ein Fluch für das Volk wurden. They had to be done away with. Sie mussten weggeschafft werden. So that's the original story. Das ist die ursprüngliche Geschichte. We bring it into the line of the 144,000. Bringen wir das nun in die Linie der 144,000. And it impacts the priests. Und dort hat es eine Auswirkung auf die Priester. Because in 2019 marks the cross. Denn 2019 markiert das Kreuz. And therefore at the cross. Und deshalb haben wir am Kreuz something had to be nailed to that tree. Etwas, das an das Kreuz genagelt werden musste. Because something became a curse. Weil etwas zu einem Fluch wurde. And what was that? Was war das? It was the same thing that was nailed originally. Es war das Gleiche, was ursprünglich ans Kreuz genagelt wurde. Then we discussed the relationship between Moses and the law. Dann haben wir die Beziehung zwischen Mose und dem Gesetz erörtert. This is the Ten Commandments. Die 10 Gebote. And Moses' books are an explanation. Und Mose Bücher sind nun eine Erklärung. Of the Ten Commandments. Von den 10 Geboten. Ellen White serves the same purpose. Ellen White dient nun dem gleichen, hat den gleichen Sinn und Zweck. So we go through a scattering or a wilderness period. Und jetzt gehen wir durch eine Zeitperiode der Zerstreuung oder der Wüstenerfahrung. When you come to the gathering. Und wenn du dann zur Sammlung kommst. In the line of Christ. In der Linie Jesu. Then some things that were in the past have to be put away. Dann müssen einige Dinge, der Vergangenheit beiseite geschafft werden. When you come to the gathering of the 144,000, geht es nun um die Sammlung der 144,000. Some things in the past. Dann sind manche Dinge von der Vergangenheit. In the scattering period. In der Zeit der Zerstreuung. The 126 years. In den 126 Jahren. From which date to which date? Von was sind hier der Anfang und Endpunkt? Sister Sue Ellen. Sue Ellen. Could you repeat the question? Sure. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? We're in a gathering now. Jetzt befinden wir uns in einer Sammlungszeit. G for gathering. G für Sammlung. Sometime in this gathering. Und irgendwann in dieser Sammlung. Something is going to be nailed to the cross. Wird irgendetwas an das Kreuz geheftet oder genagelt. Before that. Da davor. This thing that was nailed to the cross was useful. War das, was jetzt ans Kreuz genagelt wird, in the scattering period. In der Zerstreuung, hier das S. For us, für uns, the 144,000, die 144,000, the scattering period begins when and ends when. Fängt diese Zeit der Zerstreuung wann an und wann hört sie auf? Scattering period for us. I'll give you the length. Ich gebe dir hier die Zeitperiode. 126 years. Das sind 126 Jahre.
I know you know the answer, but ich weiß, dass sometimes the pressure comes. Ich weiß, dass du die Antwort kennst. Well, did it end in 2014? No. Hat es 2014 geendet? Before. Nein. Es war davor. Mm-hmm. Well, how about did it end in 1989? Dann muss es wohl 1989 gewesen sein. And did it, was it from 1863? Und dann beginnt es 1863. Yep. So this is a scattering of Adventism. Das hier ist die Zerstreuung des Adventismus. Brother Wolfgang. Wolfgang. When did the problem begin? Wann fing denn das Problem hier an? In the 50s. 1850. 1850. 1850. In 1850. 1850. What church did we become, Brother Jonathan? Sind wir zu welcher Gemeinde geworden, Laodicea? Another church we became. We became Laodicea in 1850. Good. As church, Seventh-day Adventist Church. No, a name. Like Laodicea. Which other church did we become? Sardis? A good church or a bad church? You tell me. Did we do anything good in 1850? No. So it's a bad church. Yeah. So I want you to name both churches. Also ich möchte, dass du mir hier beide Namen der Gemeinden nennst. From 1863 to 1989. What church did we become then? A church militant. And I want a name, not Ellen White. Yeah, Laodicea and Sardis. That's a church name. So you don't want to have SDA Church. You don't want to have Laodicea. Revelation 2 and 3. One of those seven names. Thyatira. Also die Gemeinde Thyatira. This one? Die da davor ist Pergamos. What is Pergamos experience? Was ist die Erfahrung von Pergamos? Compromise. With? The world. Also die Erfahrung von Pergamos ist, sind Kompromisse mit der Welt. 1850. 1850. We become Laodicean. Sind wir zu Laodicea geworden. Laodicean. Und die laodizianische Gemeinde. Is the experience of worldliness. Ist die Erfahrung von der Welt. Or Ellen White would call it. Ellen White würde sagen. The Wolfgang, Ellen White would call it what? Wie würde es Ellen White ausdrücken? Not worldliness, something else. Sie würde es nicht Weltlichkeit nennen, sondern spiritual. No, early writings. Frühe Schriften. 269. I think that's going to be wrong. Two, six, seven. Early writings, 267. Seite 267. Ich weiß es nicht. Ellen White, Early Writings 267. You can't find it? I don't have it on. Okay. Also ich habe es hier nicht auf dem Computer. Anyone found it besides? Hat es jemand gefunden? It's a chapter title. Hast du den Covetousness. Also Habsucht ist die Überschrift des entsprechenden Kapitels. Covetousness means desiring what other humans have. Habsucht bedeutet dem Wunsch danach, etwas zu haben, was andere Menschen haben. So if we had desired what God has in heaven, hätten wir den Wunsch gehabt, das zu haben, was Gott im Himmel hat, would have been good. Dann wäre das gut gewesen. Paul would call that Paulus hätte das godly jealousy. Göttliche Eifersucht genannt. So we should be jealous of the angels. Wir sollten somit eifersüchtig gegenüber den Engeln sein. We're allowed to be jealous of that, aren't we? Das ist uns gestattet, in dieser Form eifersüchtig zu sein, nicht to wahr? Be jealous of the better land, as Ellen White might say. Eifersüchtig für das bessere Land, wie Ellen White es ausdrücken würde. But we become jealous. Wir sind aber of our neighbors.
eifersüchtig gegenüber unseren Nachbarn geworden. Their house, their cars, their lands. Ihr Auto, ihr Haus, ihr Grundstück. Covetousness. Das ist Habsucht. Laodicea. Habsucht für Laodicea. We compromise. Es sind Kompromisse. With the world. Kompromisse mit der Welt. We become Pergamos. Und somit sind wir zu Pergamos geworden. So, Ellen White is going to be good for this scattering period. Und Ellen White ist nun für diese Zerstreuungszeit wichtig oder vonnöten. Her writings, ihre Schriften, will keep the church stable. Werden die Gemeinde auf Kurs halten. Those things that kept the church stable in that period of time. Und diese Dinge, die die Gemeinde stabil hielten oder auf dem Kurs hielten, were a blessing. Waren ein Segen. But when we come into the gathering, aber wenn wir zu der Sammlungszeit kommen, those rules and regulations werden, ja, that were a blessing, da werden diese Regeln und Regularien, die ein Segen waren, they now become a curse. Sie werden nun zu einem Fluch. Brother Arian gave one example. Arian gab ein Beispiel dafür. Which was what? Was war das? Church organization. Organization. Es ging um die Gemeindeorganisierung, die Struktur. Let's think of somebody. Lasst uns nun mal an jemanden denken. Who's the person? An wen denken wir jetzt? Nicodemus, of course. Natürlich Nicodemus, nicht wahr? Nicodemus in the church is where? Wo ist Nicodemus denn in der Gemeinde? General Conference. Er befindet sich in der Generalkonferenz. Nicodemus in the movement is where? Und wo ist Nicodemus in der Bewegung? He's not outside, he's in. Er ist nicht außerhalb, sondern er befindet sich in der Bewegung. He joined the movement. Er tritt ihr bei. He's not even a deacon. Er ist noch nicht mal ein Diakon. He's not even allowed to clean the tables. Ihm wird noch nicht mal gestattet, dass er die Tische reinigen darf. He's lower than that. Er steht im Rang, vom Rang her noch darunter. He's a nobody. Er ist ein Niemand. So, in our history, in unserer Geschichte, when elders come into our movement, wenn Älteste sich unserer Bewegung anschließen, conference elders, also Älteste aus der Konferenzstruktur, or a conference pastor, oder ein Prediger von der Gemeindestruktur, what should we call them? Wie sollten wir sie nennen? Brother. Wir sollten ihn Bruder nennen. We should not be calling them elder. Wir sollten ihn nicht als einen Ältesten bezeichnen. That title is not befitting to them. Für ihm steht dieser Titel nicht zu. Unless, es sei denn, they were ordained in the movement. Es sei denn, sie wurden in dieser Bewegung ordiniert. Until that moment, bis zu diesem Moment, they should stop people from calling them elder. Bis zu diesem Moment sollten sie Leute davon abhalten, sie einen Ältesten zu nennen. They should stop taking that glory to themselves. Sie sollten aufhören, diese Ehre für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Because their eldership, denn ihr eldership, them, they being an elder, that title in the conference, ihr Ältestenamt, das sie aus der Gemeindestruktur haben, has now become a curse, wird nun zu einem Fluch. To them and the movement. Für sie und für die Bewegung. So that's one example that was given. Das war ein Beispiel, das hier erwähnt wurde. Any questions on that? Haben wir eine Frage dazu? That study. Zu diesem Studium? The question was asked. Die Frage, die gestellt wurde. Are the health laws nailed to the cross? Werden denn die Gesundheitsgesetze an das Kreuz genagelt? From Ellen White's writings. Von den Schriften von Ellen White. We know the answer to that. Wir kennen die Antwort dafür. If you go to the history of Christ, gehen wir wieder in die Linie Jesu. When Moses his writings are nailed to the cross. Als die Schriften von Mose an das Kreuz genagelt wurden. Brother Arian, can you respond to the rest of that? Kannst du das weiter ausführen? With respect to the health. In Hinsicht auf die Gesundheit. You mean the for Moses his history, for Christ's history. Für die Zeit Jesu. You mean the meeting they had in Jerusalem with the apostles? Meinst du das Konzil zu Jerusalem? Not even just the details, just the principle. Noch nicht die Details, einfach nur das Prinzip.
No? No. Nee. Anyone else? Brother Wolfgang? Wolfgang? Yeah, they spoke about unclean and clean. Ja, Sie haben doch da über die Thematik von reinen und unreinen Speisen geredet. And they said that the council what? Und was haben Sie am Konzil beschlossen? Unclean is unclean and clean is clean. Unrein bleibt unrein und rein bleibt rein. Basically, grundlegend gesagt, the Gentiles have to follow the same rules as the Jews. Die Heiden müssen den gleichen Regeln wie die von den Juden befolgen. Who was the person that spoke? Wer hat da geredet? What was his name? Hm? Es war nicht Paulus. Catherine? Peter? Es war auch nicht Petrus. Jakobus, James. Good. James. Es war Jakobus. So James is the one that stands up and sets everything straight. Jakobus ist derjenige, der aufsteht und alles vollrichtet. So the dietary regulations remain intact. Und er sagt, dass die Regelungen für die Ernährung aufrechterhalten bleiben. Therefore they remain intact in our history. Und somit auch in unserer Zeit. Unless there are any more questions on this. Wenn es dann nicht noch weitere Fragen gibt, ja. 1850, we are turning to a Levusian state. Yes. Yeah. And but there's a P in 1850. So haben how wir, does it fit? Du hast uns gesagt, dass 1850 wir zu Laodicea werden, aber du hast hier ein P markiert. Wie passt das? Brother Jonathan, can you explain that? I try. How we became Laodicea or how we became Pergamos? We state as a fact we become Laodicea in 1850. We'll just say that as a fact. Also es ist ein Fakt, dass wir 1850 zu Laodicea wurden. So the question is, why did I put P? Und die Frage ist jetzt, warum wir hier ein P markieren. I think because... Give me a second. It has to do with the compromise of Pergamos. And I think the compromise was that they should have, with the example of the 2520 in Hiram Edson, they should have studied further, but somehow Edson stopped his articles and so they couldn't see 1863 anymore, and that was because of compromising with worldly things. Okay. So, we know... Wir wissen... If you go to the seven churches of Revelation... Wenn wir zu den sieben Gemeinden aus der Offenbarung gehen... From 538 to 1798... Von 538 bis 1798... Our church enters into the experience of Thyatira. Unsere Gemeinde in die Erfahrung von Thyatira eingegangen ist. The leadership of the church, die Leitung der Gemeinde, the angel of Thyatira, der Engel von Thyatira, allows Jezebel, erlaubt Isabel, to teach us and seduce us, uns zu lehren und uns zu unterdrücken. Jezebel is the papacy. Isabel ist das Papsttum. So the experience of Thyatira, die Erfahrung von Thyatira, is the experience of going into captivity to the papacy. Ist die Erfahrung, in die Gefangenschaft des Papsttums einzutreten. That was 1260. Das war 1260. In the history of the remnant, in der Geschichte der Übrigen, the remnant begins after 1798. Die Übrigen beginnen nach 1798. We understand that the symbol of the remnant is what? Verstehen wir, dass das Symbol der Übrigen was ist? Remnant. Die Übrigen. Is symbolized by what? Die Übrigen werden durch was symbolisiert? Sister Tamina. Tenth. Durch ein Zehntel. Brother Jonathan, Bible verse. Amos, somewhere in this minor prophets. Yeah, there is one.
Not minor prophets. It's Zechariah. It's major prophet. Zechariah is a minor prophet. Huh? It's not a minor prophet, it's a major prophet. Then it's Zechariah. What? So we'll go to Revelation 11:13. Offenbarung 11, Vers 13. And, Brother Roland? Excellent. Isaiah 6:13. Isaiah 6, Vers 13. Okay. So you can go to both verses and it tells you about the tenth and it's a symbol of what's left over or the remnant. Also man kann zu beiden Versen hingehen und dort liest man von einem Zehntel. Das ist ein Symbol für das, was übrig bleibt. So we say 1260. Wir sagen hier die 1260. For the woman. Für die Frau. Revelation. Das, chapter. Das finden wir in Offenbarung. Chapter 12. Kapitel 12. That's for the woman. Das, die 1260 sind für die Frau. When you go to the remnant of her seed, geht man zu den übrigen ihres Samens, you go to 126. Dann kommt man zu 126. A tenth. Ein Zehntel. Is that okay, Brother Wolfgang? Ist das in Ordnung, Wolfgang? That logic? Ist diese Logik in Ordnung? Ich habe es nicht wirklich verstanden. 1260 die for the woman. Die 1260 sind für die Frau. When you talk about the remnant, Revelation 12:17, wenn man in Offenbarung 12, Vers 17 über die übrigen spricht, you can have two Bible verses, dann können wir zwei Bibelverse anbringen, that when you describe the remnant, it's symbolized by the number tenth. Die, wenn man die übrigen beschreiben will, auch mit einem Zehntel beschrieben werden. So if the woman was scattered for 1260, wenn nun die Frau für 1260 Jahre zerstreut wird, the remnant would be scattered for 126, a tenth. Dann wird werden die übrigen für 126 Jahre, nämlich ein Zehntel, zerstreut. We know that this church, wir wissen, dass diese Gemeinde, the woman of Revelation 12, verse 1, die Gemeinde von Offenbarung 12, Vers 1, is Thyatira. Thyatira ist. So therefore, deshalb, for the woman it was Thyatira, for the remnant it must also be Thyatira. Deshalb muss es für die übrigen auch Thyatira sein. Here it is. Das haben wir hier. It's a bad T. Thyatira. Thyatira. 126 years. Sind 126 Jahre. We've got the dates. Hier haben wir die Daten. How did we go into captivity? Wie sind wir denn nun in die Gefangenschaft gelangt? Or into the wilderness? Oder in diese Wüste? Where we were chased by the papacy. Wo wir von dem als wir von dem Papsttum verfolgt worden sind. We were being punished. Wo wir bestraft worden sind. We were being punished. Als wir bestraft worden sind. Because we compromised. Wir sind bestraft worden, weil wir vorher Kompromisse eingegangen 1260. Sind. Die 1260. Sister Sue Ellen, the dates. Sue Ellen, die Daten bitte. The 1260. Is that 538 to 1798. Ja, die Daten sind 538 bis 1798. Thyatira. Thyatira. How did you get into this mess? Wie ist Thyatira denn in diesen Umstand oder gekommen? Because before this. Der Grund darin liegt darin, weil vorher. And we'll go to 321. Wir gehen jetzt zu Offenbarung 3:21. Who's 321? Wen haben wir denn in Offenbarung 3? Yeah. Oh, dafür müssen wir ins Jahr 321 gehen, Entschuldigung. Who's the person? Wer ist die Person im Jahr 321? Es ist Konstantin. Konstantin becomes a Christian. In diesem Jahr wird Konstantin zu einem Christ. Yes. Brother Wolfgang did this. A compromised Christian. Er wurde zu einem kompromissbereiten Christ. Because he's got an agenda. Weil er eine Absicht hatte. To take over the world. Er wollte die Welt erobern. Or maintain his world. Oder seine Welt beibehalten. So he's going to take his religion. Somit nimmt er seine Religion. Paganism. Nämlich das Heidentum. Mix it with Christianity. Vermischt es mit dem Christentum. So we say. Somit sagen wir. That Christianity compromises. Sagen wir, dass das Christentum Kompromisse eingegangen ist. With the world. Mit der Welt. And that's what Pergamos is. Und das ist die Erfahrung von Pergamos. So we take this model. Somit nehmen wir dieses Modell. And bring it into our history. Und übertragen es in unsere Geschichte. We have 1850, 63,
Wir haben 1850, 1863 und 1989. So that's why we've got Pergamos and Thyatira. Das ist der Grund, warum wir hier Pergamos und Thyatira haben. Aber generell gesprochen sind wir Laodicea. We're Laodicea all the way through. Wir sind den ganzen Weg hindurch sind wir Laodicea. From 1989. Ab 1989. What are we now? Sind wir denn was? Go with Ephesus. Wir sind Ephesus. Because we go back to number one, it's the time of the end. Weil wir zurück zu Nummer 1 gehen, weil es die Zeit des Endes ist. Okay. Any questions? This is just an introductory thought on the cross in 2019. Das ist einfach nur ein Einführungsgedanke in das Kreuz von 2019. It might sound like a new controversial issue. Das mag nun wie ein neuer kontroverser Gedanke klingen. What's controversial? Was ist denn hier die widersprüchliche Sache? And you're not the definition of controversial. Ich wollte jetzt nicht die Definition von kontrovers. That's the definition. What is controversial about what's been said? Was ist denn hier diskussionswürdig über das, was gesagt wurde? With some of Ellen White's writings. Mit einigen von Ellen Whites Aussagen zu brechen. That's a scary thought for many people. Das ist ein furchterregender Gedanke für viele Leute. But we've been doing that for 30 years. Aber das machen wir schon seit 30 Jahren. But we haven't been honest about it. Aber wir waren uns gegenüber nicht ehrlich genug. You can't just explain away all the time setting quotes. Du kannst nicht einfach die ganzen die Zitate über Zeitsätzen ignorieren. You can't just explain away Life Sketches 411. Und man kann nicht einfach das Zitat Life Sketches Seite 411 erklären. There will be no new organization. Es wird keine neue Organisation geben. You can't just do away with that or ignore it that easily. Das kann man nicht einfach so ignorieren. You can't just play around with the latter rain. Du kannst nicht einfach nur mit dem Spätregen herumspielen. Or the close of probation. Oder dem Ende der Gnadenzeit. Quote after quote. Zitat über Zitat. Wasn't me. Das war, bin jetzt nicht ich. First messenger. Das war der erste Bote. Went into Ellen White's writing with an axe and chopped it to pieces. Ist an Ellen White mit einer Axt rangegangen und hat sie in Stücke gehauen. And that would be okay. Das wäre in Ordnung. What was not okay? Was nicht in Ordnung ist? Is he wasn't honest about that? Ist, weil er nicht ehrlich genug damit sich selbst umgegangen ist. He went with an axe, er hat mit einer Axt gehandhabt and he pretended he had a scalpel. Und er aber vorgegeben, dass er mit einem Skalpell operiert. So obviously this is not conscious or malicious. Don't read that into it. Ich bitte euch, dass ihr jetzt nicht hier eine Absicht oder dass er das mit Bewusstsein gemacht hat, dass ihr das bitte nicht hineinlässt. We've been playing with her writings for a long time now. Mit ihren Schriften spielen wir schon lange herum. All we're doing, alles was wir tun, is identifying, ist, dass wir identifizieren, in a formalized way, what has happened, in einer zusammengetragenen Form, was geschehen ist. And it comes to its culmination in 2019. Und den Höhepunkt erlangt es im Jahr 2019. I have a question. So we're just talking about the fractal of the priest. No. Also wir sprechen nicht. Also meine Frage ist. Sprechen wir jetzt hier über das Fraktal der Priester? Sagt er nein. So, I know why you say that, because I've got this priest here. Ich weiß, warum du das sagst, weil ich habe hier Priester hingeschrieben. And 2019 is connected to the priests. Und 2019 ist mit den Priestern verbunden. So, I'll explain that in a moment. Do you know my question? No. But I'll explain that bit about it's not a fractal. The question I wanted to ask is, assuming that we talk about the priest, the fractal of the priest, and we will have a cross for the 144 in the line of the 144,000 as well. So do we nail to the cross something there on that line as well? That's why I said no. Okay. Also meine Frage ist, ob wir in der großen Linie
wo wir auch irgendwo das Kreuz markieren, auch nochmal was an das Kreuz nageln. Und da sagt er nein. What we're referring to, auf was wir uns beziehen, is not four crosses. Wir beziehen uns hier nicht auf vier Kreuze. Priest, Levites, Nethims, 144,000. Priester, Leviten, Tempeldiener und 144,000. 2019 is unique. 2019 ist einzigartig. Can you give us one example where the messenger chopped a part of Sister White in pieces? Kannst du uns ein Beispiel nennen, wo der erste Engel Ellen White mit einer Axt in Stücke zerhauen hat? I think I gave about four already. Ich denke, ich habe schon vier genannt. Did you miss them? I missed them. Hast du die vielleicht vergessen? Let's go. Time setting. Zeitsetzung. No new organization. Keine neue Organisation. The latter rain, misplacing it. Den Spätregen an einen falschen Ort gesetzt. Judgment of the living. Gericht an den Lebenden. Which I didn't mention, but that's an important one. Aber das habe ich nicht erwähnt, aber das ist wichtig. 9/11. 11. September. Time of the end. Zeit des Endes. Image of the beast. It goes on and on. Bild des Tieres und so weiter und so fort. He went into Ellen White's writing and decimated them. Er ging zu den Schriften von Ellen White und hat sie zerlegt, ja. All we're doing, was wir nun machen, is just formalizing or just explaining what he did. Alles, was wir nun machen, ist das Erklären, was er getan hat. So when I say that, ich das nur with sage, the axe and decimate, there's no criminality in that. I'm saying it was necessary. Wenn ich das jetzt nun so sage mit der Axt und zerlegen und so, ich bitte lest da keine Moral hinein, sondern ich sage, es war wichtig oder richtig, das zu tun. It's part of his work to das do that. Ist Teil seiner Aufgabe gewesen. So and the reason, the problem is, they're the ones who are going to come back and saying we're doing criminality. Das Problem ist nun, dass sie nun hergehen und sagen, dass wir die ganzen kriminellen Akte hier vollbringen. All Brother Arian is doing is noticing how to explain what happened. Und Arian erkennt oder realisiert hier nur lediglich, wie man hier so etwas erklärt, was geschah. We're not doing this. Das machen wir nicht. To say, oh, now we can ignore Ellen White. Um sagen zu können, oh, jetzt können wir Ellen White außer Acht lassen. We can do what we want. Und jetzt können wir tun, was wir wollen. Because we've been doing what we want for 30 years. Denn wir 30 Jahre lang haben wir gemacht, was wir wollten. Okay, so we gave seven examples. Also wir haben sieben Beispiele gegeben. And we never came up with any of them. Und wir sind und keine davon haben wir ins Leben gerufen. We could argue about the time setting one. Man könnte vielleicht über die Zeitsetzung diskutieren. But even that one can be explained. Aber auch das kann erklärt werden. Any questions? Fragen? This is a good study. It's fruitful for many more things that can be shown. Das ist ein gutes Studium. Das ist fruchtbar für viele Dinge, die erklärt werden können. You wanted to answer my question? Oh, yes. So if we were to look at the line of the priests, schauen wir uns die Linie der Priester an, without getting into too many complications. Ohne nun jetzt in zu viele Probleme aufzutun. 2014 is what? 2014 ist was? Sunday law. Sonntagsgesetz? No, it's Sunday law. So Sunday law, das Sonntagsgesetz, in our line, in unserer Linie, the end of the world line, in der Linie des Ende der Welt, is what waymark in the line of Christ, ist welche Wegmarke in der Linie von Christus? 34 nach Christus. Then you go to 9/11. Dann gehen wir zu dem 11. September. And 9/11 in the story of Christ is what? Und der 11. September ist in Jesu Zeit was? 27. So somewhere in here, irgendwo hier da dazwischen, you have the cross, haben wir das Kreuz. 31. Nämlich 31 nach so that would be for the priests. Das wäre für die Priester. And if you were to do that, wenn man das macht, you'd have four of them. Dann hätte man vier Kreuze. So
We're not doing that here. Aber das da oben machen wir nicht hier unten. What is the explanation for that? The explanation of that you're not doing that up there, down there. That would be a fractal experience of what Brother Arian was trying to bring forth. Das war eine Erfahrung im Fraktal, die Arian aufzeigen wollte. The principles would still hold. Das Prinzip würde aber immer noch gewichtig sein oder funktionieren. So you've got 1989. Wir haben hier 1989. To the second advent. Bis zum zweiten Kommen. And if you do this line, wenn man jetzt diese Linie hat, Sunday law, Sonntagsgesetz, would be 34. Das wäre 34 nach Christus. 9/11. Dann wäre das der 11. September. 27 nach Christus. And at this scale, und auf dieser Linie, we can actually mark 31. Können wir auch 31 markieren. The cross. Das Kreuz. 31a. 31a. This is 2019. Das wäre 2019. 31b. 31b. Is what? 2021. In the line of Christ. In der Linie Christus. You have the cross and then you have? A Pentecost. Pentecost. Dann haben wir Pfingsten. How many days? 50. We'll do 50. Also wir sagen es 50 Tage. Probably be like 52. Vielleicht 52. But we'll go with 50. Aber wir sagen jetzt 50. This is, you said 21, yeah? Yeah. 21. Das ist 2021. So this is the line of the 144,000. Das ist die Linie der 144,000. And so 19. Und im Jahr 2019 is in this history. Ist in dieser Geschichte. But 19, aber 19, 2019 and 21 und 2021 are the two last waymarks, sind die zwei letzten Wegmarken for the priest line. Für die Linie der Priester. So you're merging the experience of the priests and bringing it into the line of the 144,000. Und somit vermixst du die Erfahrung der Priester und bringst sie in die Linie der 144,000. In fact, tatsächlich, if we were to take this line, wenn du diese Linie hernimmst and you were to lay it over here, und hier drüber legst, let's do that. Machen wir das mal. We got four waymarks. Which one's missing? Hier haben wir vier Wegmarken. Welche fehlt? Brother Carl, which waymark is missing? Welche Wegmarke fehlt hier? Curse of Fruition. Good. Das ist das Ende der Gnadenzeit. That's here. So, in this line. In dieser Linie. This is 27. Hier haben wir 27 nach Christus. Sister Tamina, what's that? Was ist das hier? 4 vor Christus. So now we might have some variation. Jetzt mögen wir vielleicht einige unterschiedlicher Meinung sein. Good. 100. This one. Und das hier. So we're going to go with 70. Hier sagen wir jetzt 70 nach Christus. So if you take this story, nimmt man diese Geschichte, which is the story of Christ line, welches die Geschichte von der Zeitlinie Jesu ist, 4 BC to 100 AD, 4 vor Christus bis 100 nach Christus, and we have this agricultural model, und jetzt dieses landwirtschaftliche Modell nehmen, you can't even see the cross. Dann kannst du das Kreuz gar nicht sehen. The cross is not on that line. Das Kreuz ist nicht auf dieser Linie. Visibly. Also sichtbar. And that would shock people. Das würde, oh, das schockiert Menschen. Why? Warum? Weil es das Zentrum der christlichen Welt ist. Because it's the center of the Christian world. Yep. And it's also the center of whose world? Und es ist auch noch das Zentrum von wessen? And Adventists got all their theology from? Von Adventisten, und die haben ihre Theologie von? Von Ellen White. This is the center of Ellen White's world. Das ist das Zentrum von der Welt Ellen White's. And we just erased it. Und wir haben es einfach ausgelöscht. I say we.
mit wir sage ich. The line that we created erases that. Die Linie, die wir hier kreieren, die tut das ausradieren. So all your Adventist friends are going to say what? Und deine adventistischen Freunde sagen was? Your fake line. Das ist eine gefälschte Linie. It's not even a line. Das ist noch nicht mal eine Linie. How can you have a line that doesn't even have the cross? Wie kannst du denn eine Linie haben, die nicht mal das Kreuz beinhaltet? It's a huge issue. Das ist ein großes Thema. Who would have joined this movement with this theology? Wer hätte dir dieser Bewegung bei... Also wer wäre dieser Bewegung Sister Tamina would beigetreten have joined. Mit dieser Logik? Oh, sorry, I thought you said I would have joined. I was going to say, we need some treatment if you would have joined. None of us would have joined. Niemand wäre dieser Bewegung beigetreten. This is apostasy. Das ist Abfall. Isn't it? I would never have joined this movement if they said there's no cross. Ich wäre dieser Bewegung nie beigetreten, wenn man gesagt hätte, da gibt's kein Kreuz. But it's there if you're willing to see it. Aber es ist da, wenn man willig ist, es zu sehen. So then, dann we get this waymark here. Haben wir diese Wegmarke? 2019. Das Jahr 2019. And it can't be found on this line. Und diese kann nicht auf dieser Linie gefunden werden. So then what we do, was wir dann machen, is see how the priests interact with this history. Ist, dass wir untersuchen, wie die Priester mit dieser Geschichte umgehen. And the reason we're interested in the priests, der Grund, warum wir an den Priestern interessiert sind, this is line of the 144,000. Das hier ist die Linie der 144,000. 144,000. 144,000. And the priests, und die Priester, are the same thing. Sind das gleiche. So we can interchange between the two. Wir können diese beiden austauschen. So 2019. 2019. 144,000 and the priests are the same thing. Die 144,000, die Priester sind das gleiche. So when we come to 2019. Kommen wir nun ins Jahr 2019. And we see it impacts the line of the priests. Und wir dort erkennen, dass es eine Auswirkung auf die Linie der Priester hat. Most people call it raffia. Die meisten würden es Raffia nennen. We see Raffia for the priests. Das sehen wir, dass Raffia für die Priester is being the cross, das Kreuz for the 144,000. Für die 144,000 ist. Significant things happen. Und wichtige Dinge geschehen. It's not that it doesn't impact the other people, it does. Es ist nicht so, dass es keine Auswirkung auf die anderen Leute hat. But dem ist nicht so. Aware of it. Aber sie sind sich dessen nicht bewusst. And we are. Und wir aber schon. So we can begin to explain both our past, our present and our future. Und wir können nun anfangen, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, aber auch unsere Zukunft zu erklären. As we start dealing with the thing that has been or has become a curse to us. Wenn wir nun anfangen, die Dinge zu erklären oder abzuhandeln, die uns zu einem Fluch geworden sind. Hopefully that explains it. Ich hoffe, dass es das erklärt. We're talking about this major waymark, wir sprechen hier über diese Hauptwegmarke, which you can only discover by lines, die nur über Linien entdeckt werden kann. That's on this line, we'll call it the line that Ellen White kind of gives us. Wir nennen oder wir sagen mal, dass diese Linie Ellen White uns so ungefähr gibt. It's just that she would have called this. Sie hätte das 1798. 1798 genannt. 1844. So in this context, mit diesem Hintergrund, 9/11 isn't that important. Ist der 11. September gar nicht so wichtig. 2019 is. 2019 jedoch schon. 9/11 would go where? Der 11. September würde wohin gehen? It'd be here, wouldn't it? Wäre irgendwo hier unten. Can we see that? Können wir das erkennen? Because this is 1844. Weil das hier 1844 wäre. Second waymark would be 44. Die zweite Wegmarke wäre 1844. Here would be 19. Und hier irgendwo wäre 2019. And here would be 2001. Und da irgendwo 2001. Which is more important? Was ist jetzt nun wichtiger? 2019. 2019. Not 2001. Und nicht 2001. So the question is, die Frage nun, will we allow these lines, gestatten wir den Linien, to shape and mold our thinking, unser Denken zu formen, or
oder habits oder unsere Gewohnheiten, old thoughts, old ways of thinking, unsere alte Gedankenwelt zu formen. All we talk about is 9/11. Über alles, was wir reden, ist der 11. September. We'll go on and on about 9/11. Wir sprechen immer und immer wieder über den 11. September. But now we see that 2019 is much more significant. Jetzt aber erkennen wir, dass 2019 viel wichtiger ist. So this is not a minor study. Und das ist hier kein Studium, kein unwichtiges Studium. It's been a long day. War ein langer Tag. I can already see people are confused. Ich kann schon erkennen, wie Leute verwirrt sind. Because we're juggling too many pieces of information. Weil wir zu viele Gedanken im Kopf haben. But let's keep this simple. Lasst uns das einfach halten. 2019 is the cross. 2019 ist das Kreuz. And at that cross, und an diesem Kreuz, in the line of Christ, in der Linie von Jesus, portions of Moses' works were nailed. They became a curse. Wurden gewisse Abschnitte von den Schriften Mose ans Kreuz genagelt, weil sie zu einem Fluch wurden. In our history, in unserer Geschichte, portions of the spirit of prophecy have become a curse and they are nailed. Wurden auch Abschnitte aus dem Geist der Weissagung zu einem Fluch und auch sie wurden an das Kreuz genagelt. That's the point I want us to go away with. Den Punkt möchte ich, dass ihr diesen mitnehmt. So, which portions are nailed? Welche Abschnitte wurden ans Kreuz genagelt? So we gave some examples. Wir haben ein paar Beispiele genannt. This is just a fledgling study, a new study. Das ist ein neues Studium. It needs a lot more work doing to it. Man muss da noch sehr viel mehr Arbeit investieren. And it would demand a person going back to the story of Moses. Und es bedarf einer Person, die sich die Geschichte Mose ansieht. And discovering which parts of his writings were nailed and which parts were not. Und untersucht, welche Teile sein Mose-Schriften verflucht wurden und welche nicht. You can't just pick and choose which parts of Ellen White you like or don't like. Du kannst nicht einfach Abschnitte von Ellen White nehmen, die du magst oder eben nicht magst. It wasn't the purpose of this study to explain the details of that. In diesem Studium ging es nicht darum, die Details zu erklären. It was to put in the public domain. Sondern es ging darum, in Öffentlichkeit a good study, ein gutes Studium einzuführen. Which I think has a lot of light that we need to discover. Und ich denke, dass darin viel Licht liegt, was entdeckt werden muss. And to formalize this concept, und das, um das Prinzip zu formulieren, of why we would hold on to some portions of the spirit of prophecy and not others. Oder um zu erklären, warum wir an einigen Schriften von Ellen White festhalten und andere verändern wir. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We ask and pray that you would direct our minds. Wir bitten dich, dass du unsere Verstände leitest. Intellectually. Dass du ihn unseren Verstand leitest. And our hearts spiritually. Und unsere Herzen geistlich anführst. Into this truth that you're opening up to us. Führe du uns in diese Wahrheit hinein, die du uns eröffnest. That we might catch the gleams of glory. Damit wir die lichtstrahlende Herrlichkeit einfangen, that you're shining upon your word, die auf dein Wort leuchten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.